11.11 Uhr TV, heute mal Objück. Wir haben einen ganzen Tag lang eine der besten Kölner Bands begleitet. Bilder, die es so noch nie gab, hautnah dran an den Klüngelköp. Und zwar beim Konzert im Waldbad in Dünwald. Das ist die Location für das größte bisher von den Klüngelköp selbst organisierte Konzert. Und während die Klüngelköp sich aus den Betten schälen und in Ruhe frühstücken, wird die Location nochmal aufgehübscht. Letzter Feinschliff. Aufräumen hier, wischen da. Mein Name ist Christian Oldorf, ich bin hier der Schwimmmeister und Alleinunterhalter. Gerade stelle ich das Bad zusammen, damit es heute Mittag um 1 Uhr aufgemacht werden kann. Heute ist ja ein Kinderfest oder das Eröffnungsfest. Und danach kommen die Klüngelköp und machen ihr Konzert. Gibt es denn irgendwelche Schwierigkeiten, irgendwie, vor denen man Angst hat bei so einem Event? Ich mache das 40 Jahre. Wenn ich noch von irgendwas Angst hätte, dann... müsste ich nach Hause gehen. Ein Stück Ed, er war 40 zu lachen, er lache für dich. Ich hab da den Spruch, für mich als genug. So hab ich mein Freiheit, denn das Leben ist Jod. Wir sind ein bisschen früh dran, weil wir immer so super pünktlich sind. Ja, das der Brasilianer macht das. Weil Arbeit ist unser Leben. Erstmal koordinieren, dass alles ankommt. Dass jeder weiß, wo er anpackt, dass die Teams stehen. Ja, und dann geht's in die nächsten Schritte. Die Location ist natürlich wunderschön. Ich hoffe, das Wetter macht mit. Ja, und alle haben Spaß, ne? Ist ja die Hauptsache. Auch für die Crew alles andere als Alltag. Bei einem solch großen Konzert sind die Techniker und Rowdies viel mehr unter Stress und Strom als bei einem vergleichsweise kleinen Auftritt im Karneval. Instrumente, Licht, Technik, alles vom Aufwand her nicht vergleichbar. Die Instrumentierung ist viel größer. Wir haben Bläser dabei, wir haben Streicher dabei. Die Musiker spielen auch andere Instrumente, sodass wir halt nicht mehr mit unserem normalen Set auskommen, sondern einfach wirklich mit einem großen Pult rausgehen. Und das bedarf dann auch immer wieder Feinjustierung etc. Also der Aufwand ist nicht zu vergleichen. Der Kollege Christian macht heute eine komplett große Lichtshow mit viel LEDs und Moving Lights. Das ist natürlich ganz anders, als der läuft gerade hinter mir her, weil er ins Bild will. Also wir haben die komplette Batterie. Das müssten 26 LED-Scheinwerfer sein. Plus nochmal 6 weiße LED-Scheinwerfer. Und dann nochmal von vorne für die Front auch nochmal 6 weiße Lämpchen. Und 8 Moving Heads. Ist das viel für eure Händen? Für so ein Konzert ist das schon ordentlich. Ja. Vor allen Dingen ist das ordentlich, wenn man bedenkt, wie viel Zeit wir haben. Wenig Zeit? Oh ja. Wir müssen um 1 Uhr fertig sein. Zumindest mit dem Reinhängen. Aber es laufen ja genug Chaoten hier rum. Und der Erste bist du! Eins ist ganz klar, je mehr vorbereitet werden muss, desto mehr Fehlerquellen gibt es. Die Techniker müssen jede Kleinigkeit bedenken, damit beim Konzert alles perfekt läuft. Jeder noch so kleine Fehler wäre fatal. Hier ist gerade einfach das Pult weggegangen. Das war sehr unangenehm, dass das Pult aussteigt. Also prinzipiell ist man bei Veranstaltungen für nichts gefeit. Strom aus, Kabel kaputt. Da musst du genau wissen, welches Kabel das ist, dann musst du wechseln. Und ja, das ist sehr viel Fummelei und Feingefühl angefragt. Ja, okay. Hat man da Angst irgendwie, dass da sowas irgendwie schief geht? Ja, weil die Kabel, ne, das sind Kilometer von Kabeln, die wir verlegen. Und wenn da ein Kabel nicht funktioniert, müssen wir genau wissen, was es ist. Deshalb ist eine Grundorganisation muss auf jeden Fall sein. Sonst verlieren wir gleich den Überblick, weil einfach zu viele Kanäle sind, zu viele Kabel sind. Und eine große Angst ist, dass irgendein Kabel in der falschen Richtung steckt, das ist der große Angriff auf jeden Fall. Morgen! Das ist ein guter Bus. Klüngelköp TV hier live vom Waldbad in Dünwald. Eigentlich nur unterwegs. Also wir haben gestern noch überlegt, wir haben die letzten 14 Tage eigentlich entweder geprobt oder gespielt. Ich habe auch 5 Stunden geschlafen und dann meine, wie sagt man, obligatorische Flasche. Gin? Das lasse ich offen, was es war. Nee, so schlimm ist es nicht. Ich bin absolut fit.
Ich habe das große Glück, dass ich so relativ schnell in den Tiefschlaf fallen kann. Deswegen kann ich mich immer ganz gut erholen und bin doch, ich muss wirklich sagen, Leidenschaft macht fit. Wenn man auf irgendwas Bock hat und sich auf irgendwas freut, dann hat man natürlich prinzipiell schon ganz ordentlichen Energiepegel. Wir freuen uns genau auf das Ding hier mit den ganzen Gästen, mit dem Vorprogramm. Das ist die größte, das größte Event, was wir jemals als Veranstalter auf jeden Fall auf die Beine gestellt haben. Ich muss kurz eine Anekdote erzählen. Der Stefan und ich, wir kommen nach dem Gig, haben wir noch kurz getankt. Wir treffen uns immer, weil wir im Bergischen wohnen. Ne? Und da gab es einen Tankstellenarbeiter, den ich auch kannte. Und der hat, wir haben uns über einen ehemaligen Mitarbeiter unterhalten, der nicht mehr da war. Da sagte der so ganz frei, wisst ihr, warum der weg ist? Ich sag, nee, der, ich hab ihn lange nicht mehr gesehen. Der hat einen Burnout. Ein Burnout-Syndrom. Und hat ihn so versucht, nett zu verbessern, indem ich das wiederholt habe. Ich sag, hat er echt einen Burnout gehabt? Ja, der hat einen Burnout gehabt. Das ist ein Running Gag bei uns. Was auch gut ist, dass wir eine Band sind, wurde uns auch gesagt, die sehr hanomisch wirkt. Genau. Mögen das dann. Ist auch geil, ne? Einen hanomischen Eindruck. Es gibt auch Leute, die haben Pergament-Make-up. Pergament-Make-up? Hab ich auch schon gehört. Ihre Mutter kenn ich, die macht doch immer Pergament-Make-up. Ich sag, naja. Aber eins ist klar. Wie viel sind das jetzt? Müssen wir noch? Wir hätten auch um 15 Uhr kommen können. Ja. Was sagt der Jochen denn? Also ich habe noch keine Idee, ob das jetzt so weit aufgebaut ist, wie es aufgebaut sein sollte um 13 Uhr. Sieht aber alles sehr gut aus. Lautsprecher, Ton und so weiter hängt alles, das Licht hängt. Hier stehen natürlich noch Cases, das sieht so nach, nach Gewerklichkeit aus. Chris, wie liegen wir in der Zeit? Ja, super. Alles super. Wird knapp. Aber schaffen wir. Jede Konzertlocation ist eine neue Herausforderung für die Techniker. Das kostet viel Nerven, bis alles sitzt. Und es muss alles bedacht werden. Wirklich alles. Selbst wo die Sonne wann genau steht. Die Sonne geht so rum. So hier rum. Ja. Ne? Ja. Und da geht sie praktisch runter. Die geht also, die kommt jetzt hier so rum. Ne? Ja. Und das Problem ist, dass, sagen wir mal, ab 14 Uhr ja. Die Sonne hinter den Bäumen geht. Dann ist eigentlich hier schon Schatten. Ab 14 Uhr? So, ab 14 Uhr kannst du sagen. Super. Dann geht die langsam perfekt. Runter. Ne? Weil da habe ich die Sonne nicht auf meinem Pult drauf. Also dann geht die eher langsam da runter hinter den Bäumen. Nee, Bäumen, ja. Bis du anfängst, ist da Schatten. Das ist Geotagging live. Ich sag da hier ganz genau, wo, wann, gegen wen und für was. Unfassbar. Der Mensch ist unfassbar. Wir haben ein Vorgespräch geführt. Da hat er mir gesagt, am 20. bis dahin ist immer schlecht. Und ab Ende des Monats wird es langsam besser. Habe ich gelacht. Und was ist, er hat recht. Aber wenn du schon so oft in den Wald gepinkelt hast, ne, dann weißt du das. Ja, Christian, 45 Minuten, soll ich dir aufgebaut haben, wie sieht es aus? Genau, in 45 Minuten können wir theoretisch gesehen sogar mit dem Konzert anfangen. Ja, seid ihr schon soweit? Der macht jetzt Die jetzt blinkt. Während die Crew mit den letzten Handgriffen beim Bühnenaufbau beschäftigt ist, hat die Band Zeit, sich vor Ort zu akklimatisieren, sich mit der Location und der neuen Bühne vertraut zu machen. Auffällig, die ersten Schaulustigen sind zwar schon da, aber von Nervosität ist bei den Klüngelköpp keine Spur. Nö. Also mittlerweile sind wir ja schon einiges gewohnt. In freudiger Erwartung, sagen wir es mal so. Die Leute kommen wegen uns und das ist die beste Grundvoraussetzung, um hier einen tollen Abend zu feiern einfach. Das werden wir schon machen. Das hier sind Bilder für die Ewigkeit. Ich habe hier meine kleine Kamera und da nehme ich für mich persönlich dieses Konzert hier auf, weil es sind so viele Eindrücke, die man über so ein Konzert nicht mitbekommt, weil man hier oben spielt und einfach auch nicht alles sieht. Und das hier ist eine tolle Sache, um danach wirklich nochmal in Ruhe zu gucken und auch mal zu merken, wie die Leute reagieren und so weiter. Ich bin so ein kleiner Dokumenteur, weißt du? So, das ist hier heißest vorbereitet. Und damit werde ich mich und meine Nachfahren glücklich machen. Kann ich irgendwann als Opa, kann ich mal sagen, siehste Kind, da war der Opa damals, hat er richtig die Sau rausgelassen. Ha, Kind. Ja, perfekt.
steht. Hör mal, Jochen. Ja. Wenn man da Dinge sieht, was der Mike gebastelt hat, diese Monitorbox, ne? Da denkst du, der wäre international unterwegs. Ne? Hat er alles in Englisch geschrieben, ne? Hat er. And with care. Ich freue mich total. Ich finde diese Atmosphäre hier einfach super mit diesen Bäumen. Ist total geil. Jetzt fehlen noch die Leute und dann kann es losgehen. Naja, wobei, ein bisschen ist noch zu tun, würde ich sagen. Ja, wir werden sehen. Chris, wie sieht es denn jetzt aus eigentlich gerade? Komm mal mit. Oh, jetzt kommt schon Licht raus. Und das ist gut. Auf jeden Fall. Hauptsache mir fällt hier keiner auf den Kopf oder so. Jochen, denk nicht an diese Dinge. Alles klar. Okay, voll an den Helm. Soundcheck mit dem neuen Hit aus Kölschem Holz. Offizielle Veröffentlichung erst im Herbst, aber natürlich längst mit im Live-Programm dabei. Man sieht und hört, ein Soundcheck macht durchaus Sinn. Und hier, im Gegensatz zum Karneval, ist auch genug Zeit dafür. Gott sei Dank müssen wir im Karneval kein Licht aufbauen. Im Karneval zu wissen, dass man in 30 Sekunden First Hit Wonder hat, Löw oder Löw nicht, und dann stehst du dumm da. Hier habe ich einen Soundcheck, dafür habe ich halt mehr. Hat beides seinen Reiz. Also ich finde es anstrengender natürlich so 8 Kurzauftritte hintereinander im Karneval, das schlaucht. Da ist das schon viel angenehmer. Da hat man Phasen, wo man auch mal so in sich kehren kann. Man hat ruhige Nummern, man hat schnelle Nummern. Konzert macht natürlich in dem Sinne Spaß, dass du einen ganz anderen Dramaturgiebogen aufbauen kannst. Du kannst, wir haben ein Unplugged-Set drin mit Musik, die im Karneval selber nicht gespielt werden würde, weil um 0 Uhr in der Kölner Arena bringt vielleicht Unplugged nicht so viel. Und dass du in einem Konzert dich wirklich musikalisch entfalten kannst und einfach viele Facetten zeigen kannst, das macht schon tierisch Spaß. Man muss natürlich eine ganz andere Dramaturgie planen. Es macht einer von uns mal so ein grobes Konzept und dann wird das rumgeschickt per Mail und dann trifft man sich abends zur Probe und dann wird besprochen, der eine sagt dann, Wasser auf den Titel finde ich stark, der passt aber davor nicht, weil das ist derselbe Rhythmus oder das ist, mach bitte, der davor ist zu langsam. So, das ist dann eine Gemeinschaftsentscheidung und da gibt es dann auch wieder Dinge, manchmal ist man dann ja ein bisschen betriebsblind, dann kommt einer und sagt, nee, pass auf, der passt aber da hinten besser hin. Großkampftag im Waldbad Dünnwald. Das Highlight ist das Klüngelköp-Konzert. Aber schon den ganzen Tag läuft das Familienfest. Wir haben letztes Jahr die Klüngelköp hier erlebt bei Lass mal singe. Das ist ja das große Sommerfest, was wir in diesem Jahr auch wieder am letzten Sonntag in den Sommerferien machen. Und dadurch kam der Kontakt und daraus kam die Idee zu sagen, lasst uns mal was Größeres machen. So ein bisschen mit Familienfest und Sachen. Und haben wir gesagt, wir machen am Anfang der Saison immer eine Eröffnung eigentlich mit einem kleinen Familienfest. Warum das nicht kombinieren? Und das haben wir diesmal getan. Bei einem Großevent gehören natürlich auch Partner mit dazu. So zum Beispiel Ex-Fußballstar Matthias Scherz mit seinem gemeinnützigen Verein Scherz e.V. Und natürlich auch die Firma Deiters als offizieller Partner der Klüngelköp. Bei Deiters gibt's die Klüngelköp-Outfits und natürlich auch sonst ganz viele Klüngelköp-Produkte wie T-Shirts und Pins. Wir verkaufen halt für das Konzert hier für Klüngelköp und wir haben halt die Fanprodukte, die Fanartikel und versuchen, die an den Mann zu bringen. Ich möchte heute gemeinsam mit dem Klüngelköp, möchten wir in den nächsten Jahren eine Zusammenarbeit bekannt geben, dass wir eben halt die Klüngelköp unterstützen, meinen gemeinnützigen Verein, Matthias Scherz e.V. Und wir werden jetzt in der nächsten Zeit ein schönes Projekt zusammen ins Leben rufen. Was genau, wie, in welcher Form, das wissen wir noch nicht, weil von Musik habe ich mal gar keine Ahnung. Ich kann nicht mal die Tonleiter lesen und dafür brauche ich sie. Sie brauchen mich aus einem anderen Hintergrund. Sie haben mit Sport wenig am Hut und so kombinieren wir halt Musik und Sport in einem gemeinsamen Projekt. Zu ihrem ganz besonderen Konzert haben sich die Klüngelköp auch besondere Gäste eingeladen. Neben Streichern, Bläsern und einer Tanzgruppe auch ganz prominente Stargäste aus der Karnevalszene. Zum Beispiel Micky Brühl. Ich habe die große Ehre, bei
unseren MBB-Freunden, den Klüngelköp, 3 Lieder singen zu dürfen im Programm. Ja, dafür, dass wir nie geprobt haben, das wird lustig. Na, stimmt nicht, er lügt. Aber das sieht da kameratechnisch jetzt ein bisschen doof aus, ne? Oder? So. Ich stehe aber auf dem Hocker. Nicht. Das ist ja von der Kopfgröße, also von der Kopfgröße. Auch die Newcomer-Band Milieu ist als Vorgruppe mit dabei. Und für die 4 Jungs hat eine Band wie die Klüngelköp natürlich Vorbildcharakter. Glaube ich, fast ein Unding, dass du direkt anfängst und alles super. Ja, wir haben einfach mal Klüngelköp angefragt, ob die nicht noch eine Vorband suchen für dieses schöne Konzert hier heute. Und ja, die haben glücklicherweise Ja gesagt. Ich habe gehört, es sind super viele Karten schon verkauft, irgendwie allein im Vorverkauf 1100, glaube ich. Und das ist natürlich auch ein riesen Publikum, so, das hat man auch nicht alle Tage. Ich finde gerade auch diesen Teppich hier extrem geil. Es hat irgendwie so was Gemütliches, Familiäres und deswegen freue ich mich besonders auf ein gemütliches Flair heute Abend. Es ist Freitagabends, ich sitze auf der Couch. Es schön, das Emmere, die Woche war so rau. Im Fernsehen läuft nichts, nur der. Da sind wir wieder. Klüngelköp hier im Waldbad Dünnwald. Und was soll ich euch sagen? Wir haben aufgebaut. Die Technik steht, die Instrumente sind gecheckt. Unsere Jungs, unsere Crew hat einen total geilen Job gemacht. Die haben hier aufgebaut. Es sieht super aus. War kein Fehler da. Alle Kabel waren richtig gesteckt, Gott sei Dank. Jetzt bin ich erstmal entspannt. Prost. Wir sind pünktlich fertig geworden und wir freuen uns auf eine mega Show gleich. Lass mal singen, lass mal lachen, lass sehen. Du läuft alles sehr hanomisch ab hier. Hanomie kannst du nicht kaufen. Die hast du oder hast du nicht. So jung wie hier kommt bei Stähne kommt ihr alle wieder hoch, ne? Der Micky wollte aber schon abhauen, hat er gerade. Nein, nein, so. Du hast du eben gerade noch gesagt, du wolltest nur mit den anderen zu tun haben und mit dem nicht mehr. Mit dem nicht mehr. Was kostet schon die Welt? Er ist doch egal. So jung wie hier. Wie mir nicht nie. Das ist schön hanomisch bei euch. Der ist auch gut. Ich hab's noch nicht gesagt, hat gesagt, oh nein, das ist wahrscheinlich gesprochen. Das braucht man immer wieder. Lass mal singen, lass mal lachen, lass mal jetzt glücklich sein. Was kostet schon die Welt? Ich freue mich auf so ein paar Momente im Programm, Stähne zu spielen, hier in der Atmosphäre mit den Leuten. Da freue ich mich drauf. Es ist einfach nur fantastisch. Gleich auf der Bühne zu stehen, in die Leute zu gucken, zu sehen, dass hier einfach der Teufel los ist. Und das ist hier unser Ex-Sänger. Der zukünftige Ex-Sänger. Ne? Wir sind hier, weil wir die Klüngelköp gut finden. Die sind super nett. Ja, ich mag die sehr gerne. Die Musik einfach und auch der Gesang von Frank. Ne? Wir sind extra aus Euskirchen angereist dafür. Extra von Thüringen herübergekommen, dass ich hier bin. Ich traue mich ja gar nicht zu fragen, aber fängt jetzt so langsam mal ein bisschen Nervosität an? Oder? Nee, nein. Nee, auch im Moment. Nee, das ist wunderbar. Alles easy, also wie gesagt, Vorfreude, mehr nicht. Also groß nervös bin ich nicht. Jedes Jahr am Zuckerhut, jeden alle Menschen johd. Mit wird die Tanz, die ganzen Tag, von oben spät bis in. Oh, es kann so viel schief gehen. Alles. Aber da sprechen wir nicht drüber. Gerade bei Open Air könnte jetzt irgendwie nochmal ein Blitzschauer runterkommen, dass die Leute abhauen, weil es nass ist. Braucht nur technisch irgendwas zu passieren. Strom könnte ausfallen. Schlimmste Fall, dass sie sich schlagen. Plötzlich hört man das nicht oder da fällt was um. Das ist immer wieder so, nichts vergessen und so weiter. Das ist das Problem, wenn man eine Bühne hat mit so viel Technik und so vielen Menschen. Läuft einer vor, kommt der nächste hinterher und der andere sagt, was ist denn da, da ist er auch dabei. Kleinigkeiten, die dann alles irgendwie doch so ein bisschen aus der Bahn werfen können. Kann immer was schief gehen, ne? In jeder Location kann immer was schief gehen. Absolute Konzentration. Klopf auf Holz. Holz. Tunnelblick. Gucken, was passiert. Wir hoffen, drücken die Daumen. Und dann wird das laufen. Konzentrieren, Job machen, vorwärts. Jetzt bin ich ein bisschen aufgedreht auch. Ich bin so ein bisschen daneben jetzt. Ich gebe wieder eine Reihenfolge. Ihr müsst doch vor uns, ihr müsst doch bei uns durch. Ja,
Ja, jetzt ist die Nervosität ein bisschen da, auf jeden Fall. Ja. Du siehst ja selber, was hier los ist. Es sind total viele Leute gekommen für uns. Ja, ich bin schon ein bisschen nervös. Ja. Also Jungs, lass uns da raus, lass uns Spaß haben. Muss ich auf Toilette oder nicht? Ich weiß, kannst du jetzt vergessen. Okay, Leute. Wenn man schon Top-Gäste hat, dann holt man sich die doch schnell nochmal auf die Bühne. Weltpremiere, die Klüngelköp gemeinsam mit Micky Brühl. Ja, was soll ich euch sagen? Also das ist ja wie immer so bei solchen Konzerten. Man geht da völlig aufgeregt dann doch drauf, auch wenn man vorher sagt, Mensch, das ist so saucool und man rockt das so runter, aber nein. Jungs, wie fühlt ihr euch jetzt? Tja, wie fandest du es denn? Ja, dann fühlen wir uns gut. Dann fühlen wir uns richtig gut. Also, besser kann es nicht sein. Auf jeden Fall. Wenn die Leute zufrieden sind, die grinsen, sind wir auch zufrieden. Besoffen sind sie auch. Ja, aber wir nicht. Wir noch nicht. Also los geht's. You're the best, man. Ich liebe ihn. Freudi, wie fühlst du dich jetzt? Ich fühle mich mental sehr glücklich. Also, so ein Wetter und die Leute, du weißt, dass die Leute kommen, um dich zu hören. Es gibt für einen Künstler nichts Besseres. Da bin ich dankbar. Das weht immer so bliebe, das weht immer so sehr. Super Konzert. Super Konzert. Oh, wie fühle ich mich? Hervorragend. Also ich meine, wie kann man das beschreiben? Es war ein geiles Konzert, geiler Abend, nette Gäste, Kamera schwenken.
Ich bin sehr erleichtert, dass alles super geklappt hat. Keiner ist irgendwie von der Bühne gefallen oder irgendwas. Alle haben sich wohlgefühlt. Wir und ich glaube die Gäste auch. Es war super, so wie immer. Ja, es war richtig schön. Aber ich glaube, das spricht für sich, wie wir da abgegangen sind die ganze Zeit. Keine Kakela, keine Idioten. Ganz normale Leute, die ein bisschen Spaß haben wollen. Und das ist das, was auch Freude macht. Das macht Spaß. Man macht uns selber Spaß. Wir haben für sagen wir, 1000 Leute jetzt einen schönen Abend hin fabriziert. Es ist nichts passiert. Alle sind zufrieden. Was wollen wir mehr? Jetzt räumen wir auf, bis irgendwann wieder hell wird. Und morgen früh machen wir wieder auf. Und dann geht der Spaß wieder weiter. Ja, wir waren zufrieden, ihr auch? Alles gut? Wir sind total zufrieden. Perfekt. Oder? Sind wir boah, zufrieden. Ist das hell, Freunde. Dann können wir noch einen noch drauf trinken, wa? Würde ich gerne. Ich bin jetzt im 10. Jahr. Und ich wäre schon lange nicht mehr dabei. Gerade mit den Jungs ist das so angenehm. Das sind total nette Typen. Das macht totalen Spaß, mit denen zu arbeiten. Es ist kein Stress, es ist eine Herausforderung. Und wenn es wird immer größer. Und je größer das wird, desto mehr Spaß macht es. Weil wir genau wissen, wir haben mehr Leute, die uns hören, die wissen, ja, dass diese Band immer besser wird. Und wir sind dabei. Wir machen mit. Das wird immer so blieb. Das wird immer so sein, das gehört ja zu Köln, wie der Dom und der Ring. Ich gehe jetzt direkt wieder in mein Studio und schreibe ein paar Lieder. Nein. Also ein paar Kölsch gibt es jetzt. Wir werden den Abend noch genießen mit den Leuten, die noch da sind. Werden wir hoffentlich noch ein bisschen Spaß haben jetzt gleich. Zwei, drei Bier. Eine Zigarette. Guck ab! Der Mann hier. Hier, auf Stichwort. Zwei, drei Bier. Ihr trinkt jetzt auch mal eins. Wir kommen gerne wieder übrigens. Ja, dann schauen wir dann mal nächstes Jahr, wie das aussieht. Wir würden euch auch gerne als Gäste hier wieder sehen. Haben wir kein Problem mit. Das ist ein Deal. Hier. Ja, kein Thema. Ja, wir singen am Leben.